Säbel sterbt. Okay. Schön. Kümmern wir uns jetzt mal um die letzten von denen. Hey, 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 lass mich durch, verdammt. Genug für den V. Sehr schön. Komm schon. Oh, wow, wow, das wird knapp. Oh, shit, das wird echt knapp. Das Problem ist, ich brauche einfach nur Energie zum Zuschlagen. Das ist das Einzige. Ich brauche praktisch mehr Ausdauer, wenn du so willst. Ah, jetzt haben wir es doch noch geschafft. Krass. Okay, volles Leben. Also, auf geht's. Verdammt. Oh, ich habe meinen anderen Säbel vergessen. Oh, verdammt. Ich habe ja wie heißt es, Goldnadel bekommen. Aber wahrscheinlich ist die eh zu hoch für mich vom Level her. Deswegen wird sich das wahrscheinlich gar nicht lohnen. So. Laufen wir noch ein wenig im Kreis. Ich meine, ich könnte das auch mit Rumstehen verbringen, aber... Ups, aber... Schön. Ja, toll. Ich hab's geschafft. Sogar mit vollem Leben. Krasse Sache. 3, 2, 1. Ja, ich dachte, ich will meine Kanone wird laden. Du hast einen Gegenstand gefunden. Astalit. Auch ein schönes Schwert. Ja, werde ich wohl später rausfinden. Yes! Es hat doch funktioniert. Und jetzt tauschen wir das Schiff. Und jetzt habe ich ein Klasse 4 Schiff gegen ein Klasse 5 Schiff getauscht. Ah, Sandelholz. Da haben wir es doch. Das illegale Holz. So, legen wir die Bomben ab. Och nee, jetzt fängt das wieder an. Planken. Nahrung. Traubenkerne ablegen. Ah, doch. Noch mehr Nahrung. Ach nee, hier. Noch ein paar Bomben. Jetzt kommt noch wieder 129 Nahrung. Sind wir wieder bei den Bomben. Und den Kanonenkugeln. Davon brauchen wir auch nicht so viele. Oh. Würde ich mal sagen, nehmen wir uns doch mal wieder alle Nahrung, die wir kriegen können. Hm. Das heißt, ich muss noch eine ganz schöne Menge Nahrung mit versenken, aber okay. 1500 Nahrung sind jetzt auch keine Kleinigkeit. Von daher... So, schön. Alarm... Stufe 3 oder Stufe... ich bin irgendwie gerade...
Okay, nochmal checken. Schiffe. Was? Gesunken? Puh. Corvette und Brig. So, dann wollen wir doch mal sehen. Oh. Shit, gerade 3 Treffer? Mein Gott, müssen die guten Captain haben. Oh, ich habe gar keine Kettenkugeln mehr. Moment. Nachladen. Kanonenkugeln. Okay. Oh, ich glaube, der schießt mit Bomben. Jo, pfff. Was können wir denn reden? Mit denen? Kapitulation verlangen. Na dann. Eben nicht. Deine Sache. Oh Mann. Oh shit, mein Freund ist abgefallen. Angreifen. Die da. Los geht's. Und das ist auch noch mein gutes Schiff verflucht. So. Wieso sind auf meiner linken Seite eigentlich fast alle Kanonen kaputt? Komische Sache. Au. Erklärt, warum ich so langsam bin? Das erklärt es definitiv. Nee, das hat nicht getroffen. Überhaupt nicht. Segel nach Bahama. Spanisches Schiff. Können wir mit F3 ankern. Sehr schön. Das bedeutet wiederum, wir können, naja, wir müssen in die Kneipe gehen, um Leute aufzutreiben, um zu schlafen. Und dann muss ich noch mein Schiff reparieren. Vertraut mir, nirgendwo sonst in der Kolonie könnt ihr euch so entspannen. Immerhin habe ich Gold. Fangen wir an mit dem, was wir brauchen. Ganz dringend sind nämlich Soldaten und Musketiere. Okay. Puh. Das wird lustig. Oh, oh. Ich glaube kaum, dass das noch für irgendwas ausreicht. Nahrung, 99 Tage. Das ist so übertrieben viel. Okay. Geht gerade die Sonne auf? Ich weiß es nicht. Es könnte aber sein. Verschlossen. Es könnte sein, dass die Sonne gerade aufgeht oder untergeht. Ich weiß es nicht, aber es ist mir auch ziemlich egal. Vertraut mir, nirgendwo sonst in der Kolonie könnt ihr euch so entspannen wie hier. Ja, ein Tag geblieben. Naja. Ist auch nicht. Ah, da geht die Sonne auf. Also war es der Sonnenuntergang, also war es doch die richtige Entscheidung. Wir bringen euer Schiff wieder auf Vordermann, Kapitän. Hoffe ich doch. Oh shit. Das wird teuer. Okay. Immerhin etwas. Bedeutet aber auch, dass ich jetzt dringend einen Auftrag brauche, der mir Geld bringt.
Ich kann noch mal im Laden gucken, ob ich da nicht vielleicht noch ein bisschen Beute verkaufen kann. Seid mir gegrüßt, Kapitän. Was also, führt euch zu Waren, wenn man so will. Die kann ich auch noch verkaufen. Knüppel, was haben wir noch? Puh, Wein. Wieso nicht? Pfeffer. Kann man sich auch gut brauchen. Seide. Hauptsache, es bringt Gold. Was haben wir hier? Leinen. Naja, solange sie es nicht importieren, kann man es immer gut verkaufen. Tabak. Bringt auch Geld. Was haben wir denn noch? Nahrung. Planken, Segeltuch. Das brauche ich dringend hier. Nahrung. Sagen wir, wir lassen 1000 hier drauf und Nahrung lassen 1000 hier drauf, weil das nimmt ja schon einiges an Frachtplatz weg. So, 2200 haben wir wieder. So schnell geht das. Ich meine, man braucht ja auch keine Nahrung für 99 Tage. Hey, ein Auftrag. Hoffentlich nicht. Verzeiht, ich habe keine Zeit, um Konversation zu machen. Petit Guave. Doch unterwegs erwische ich mich bei Fieber und kann mich nicht zurücklassen. Oh. Ah, shit, ich hätte ihn annehmen sollen. Oder lesen sollen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Wir bringen euer Schiff wieder auf Vordermann, Kapitän. Na gut. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen reparieren, wollen wir. Oh, 2000... Oh, shit. Zum Glück ist das noch in relativ guter Verfassung. Na. Ah. Na gut. Dann wollen wir mal. 5 Gold haben wir noch. So ein Witz, aber auch. Na gut. Da ist noch ein Auftrag, ein neuer. Mal sehen. Ich habe keine Zeit, um Konversation zu machen. Also ich bin Revisor und inspiziere inoffiziell unsere Kolonien. Petit Guave. Ach, das muss ja ganz in der Nähe sein. Für 4 Tage? Moment. Petit Guave, ist das hier oben? Nein, das ist Tortuga. Das muss hier sein. Hä? Ja. Importiert Sandelholz. Komisch, dass das nicht... Hatte ich nicht Sandelholz dabei? Okay. Geld ist Geld. Auf dem Weg werden wir bestimmt noch andere Schiffe begegnen. Und da werden wir das dann klären. Oh, was ich auf jeden Fall noch klären muss, ist Schiffe. Dass ich wieder... Obwohl, das ist eigentlich ziemlich egal. Ist eigentlich ziemlich egal, denn... Oh, Engländer. Oh, sie drehen bei. Aha, interessant. Anscheinend sind meine Schiffe also doch... Ja, relativ stark. Engländer! Da, scheiße. Hallo? Was war das denn jetzt? Ach, Enter, jo, klar. Scheiße. Mal sehen, was sie haben. Vielleicht haben sie ja ein gutes Schiff zu bieten. Ansonsten werden sie versenkt. Ganz simple Sache. So, eine Lugger. Und eine noch eine Lugger. Was ein klasse... Was auch immer Schiff ist. Aber angreifen, lass mal Pluto angreifen.